Mein Name ist Patrick Kramer und ich bin Direktor hier am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Ja, in unserer Forschung beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Frage, wie die winzig kleinen molekularen Schalter in unseren Zellen funktionieren, die dafür zuständig sind, Gene an- und abzuschalten, je nachdem, wie sie benötigt werden. Und um das zu erreichen, kombinieren wir zum einen die Biochemie und die Strukturbiologie mit zum anderen der funktionalen Genomik und der Bioinformatik. Ich habe mich eigentlich in dieses Gebiet der Molekularbiologie begeben, weil mich das Leben und die Mechanismen, die dem Lebendigen zugrunde liegen, schon von jeher fasziniert haben. Ja, die Frage, ob Wissenschaft nur im Team gelingt oder ob es an den Leistungen Einzelner hängt, ist eigentlich relativ klar zu beantworten. Und zwar sind es immer Einzelleistungen von herausragenden, brillanten Köpfen, die aber nur im Kontext von funktionsfähigen Teams entstehen können. Das heißt, beides ist notwendig. Der Team Spirit, dass die Leute offen miteinander arbeiten, sich gegenseitig helfen und gleichzeitig der Ehrgeiz, eine herausragende Einzelleistung zu erbringen. Also zunächst mal bin ich unheimlich froh und auch dankbar, dass ich diesen Preis erhalte. Ich verspreche mir davon natürlich zum einen Sichtbarkeit und zum anderen einen regen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch aus anderen Fachgebieten.